Cop-Thriller oder Großstadt-Thriller oder Polizeifilme oder wie immer man dieses Genre betiteln möchte, können eine wahnsinnig langweilige Angelegenheit sein, können eine wahnsinnig geile Angelegenheit sein. Je nachdem, wer das Drehbuch verzapft, je nachdem, wer auf dem Regiestuhl sitzt. Ich sage es gleich vorneweg, 21 Bridges ist nicht French Connection und ist auch nicht Inside Man und ist auch, bedingt durch das Budget, ist nicht so exorbitant wie beispielsweise Stirb langsam 3. Stirb langsam jetzt erst recht, als John McClane einmal kreuz und quer durch ganz New York City pflügt und da die Rätsel lösen muss und dabei entsteht jede Menge Sachschaden und jede Menge Stuntmänner holen sich blaue Flecken. Nein, das ist 21 Bridges nicht. Das ist aber immer noch ein absolut kompetent gemachter und, wie ich finde, sehenswerter Film geworden. Hallo und willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm und zum Glück einem Netflix-Account. Auch wenn Netflix in letzter Zeit Abonnenten blutet und jetzt alles Mögliche tut, um das irgendwie zu verhindern, die haben doch immer wieder cooles Zeug. Teilweise echt bräsige, teilweise gute Eigenproduktionen und teilweise kaufen die auch echt coole Filme ein. Und einer der Filme, den sie jetzt eingekauft haben, ist 21 Bridges von 2020. Der letzte Film, den Chadwick Boseman selig gedreht hat, bevor er an Krebs gestorben ist, wie ich finde, viel zu früh an Krebs gestorben ist. Der spielt hier Andre Davis, einen New Yorker Polizisten, der dafür bekannt ist, schnell mal die Waffe zu zücken und schnell mal abzudrücken, ohne allzu viele Fragen zu stellen. Zumindest wird ihm das vorgeworfen. Die interne Ermittlung hockt ihm auf der Pelle und die verhören immer wieder, ja, warum haben sie in der Situation geschossen und warum haben sie in der Situation geschossen und war das unbedingt notwendig und warum sind denn so viele Leute tot? Also, der hat einen Ruf dafür, so eine Art Cowboy zu sein und ziemlich schnell den Finger im Abzug zu haben. Und justament in diesem Moment passiert dann ein Einbruch bei etwas, was auf den ersten Blick aussieht wie ein Restaurant, in Wirklichkeit ein Umschlagplatz ist für jede Menge Kokain. Zwei Kleinganoven, einer von denen gespielt von Gambit Taylor Kitsch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Zwei Kleinganoven brechen da ein, weil die von ihrem Gangster-Boss-Chef einen Tipp bekommen haben, ey, da liegen 30 Kilo Koks und wenn das geklaut wird, das ist die Art von Diebstahl, die keiner der Polizei meldet, da können wir einen großen Schnapp machen. Dann kommen die dahin, es stellt sich raus, es sind keine 30 Kilogramm, sondern 300 Kilogramm Kokain. Erstmal ist die Schwierigkeit, das alles in Taschen zu packen, denn das Zeug ist ja massig und wiegt ordentlich was und das auch von A nach B zu transportieren und vor allen Dingen wegen 300 Kilo Koks macht vielleicht einer eher einen Aufriss als nur wegen 30. Dann tauchen im Grunde in der Sekunde, als der Bruch losgeht, tauchen schon 4 oder 5 Polizisten auf. Dann gibt es die erste Schießerei und ein paar Polizisten sind tot und ein paar sind verletzt. Jetzt haben die also zum einen das Problem, dass sie diese Unmengen Koks von A nach B transportieren müssen. Zum zweiten haben sie das Problem, dass sie ein paar Polizisten totgeschossen haben. Das heißt, die gesamte New Yorker Polizei rückt den jetzt auf die Pelle und will die entsprechend platt machen. Und die sind unter Zeitdruck, weil die ja schnellstmöglich weg müssen. Und da heißt es, hey, Mr. Davis, Chadwick Boseman, die Hauptfigur, Mr. Davis, Sie stehen da gerade so ungünstig in der Gegend rum, Sie haben jetzt die Leitung über diesen Fall. Und dann sagt er, okay, wir machen Folgendes, wir machen Manhattan, dort findet der Raub statt, wir machen Manhattan komplett zu. Alle Brücken werden gesperrt, die Flüsse werden gesperrt, sämtliche Tunnel werden gesperrt, bis wir die zwei Jungs dingfest gemacht haben. Übrigens, wer schon mal in Manhattan war oder wer mal 5 Minuten Zeit nimmt, sich das zu googeln, eigentlich gibt es da nur 17 Brücken, die rein und raus führen. Ist aber ein anderes Thema. Also mit den 4 Tunneln zusammen sind es 21. Aber 17 Bridges klingt irgendwie nicht so cool. Und 21 Bridges, offensichtlich klingt das besser. Und deswegen hat man den Film so benannt. Ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls sagt er, wir machen jetzt Manhattan zu. Und dann sagen welche, also die oberen Politikerbosse und die Polizeibosse sagen, ja Leute, wir reden hier nicht von irgendeinem Dorf, wir reden hier von Manhattan. Das kann man doch nicht einfach so zumachen auf unbestimmte Zeit. Okay, ihr habt so Zeit bis 5, 5:30 Uhr morgens, dann geht der große Berufsverkehr los. Also, man hat eine Ausgangssituation, bei der zwei Gangster auf der Flucht sind und nicht so genau wissen, mit wem sie sich da angelegt haben. Wir haben einen Polizisten, der jetzt mit der Auflösung des Falls betraut ist, der wohl einen etwas fadenscheinigen Ruf hat und wir haben noch ein Zeitlimit und wir haben diesen begrenzten geografischen Raum der Insel Manhattan. Da sind alle Zutaten für einen richtig schmissigen Thriller dabei. Also man hat eine coole Ausgangssituation und man hat eine coole Location und man hat eben noch den Zeitdruck. Es hat schon ein bisschen was von dem ein oder anderen Stirb-Langsam-Film. Im Grunde ist es ein B-Movie mit A-Besetzung, denn das muss ich sagen, die Besetzung, die reicht locker für 2 Filme. Also noch in der unwichtigsten Nebenrolle tummeln sich hier wirklich gute Schauspieler. Allen voran Chadwick Boseman, der hier die Hauptrolle des Andre Davis erwischt hat.
den ich wirklich vermisse. Also es gibt so eine Handvoll Schauspieler, wenn die morgen mit der Schauspielerei aufhören und die sagen, ich setze mich zur Ruhe und ich hocke nur noch auf meiner Veranda, die würde ich nicht groß vermissen. Aber Gene Hackman vermisse ich, Alan Rickman vermisse ich und Chadwick Boseman vermisse ich. Abgesehen davon, was er im Marvel-Universum veranstaltet hat, also das Marvel-Universum hat erstmal einen coolen Helden verloren. Das finde ich aber nicht so tragisch, weil ich die meisten Marvel-Filme allenfalls mittelmäßig finde und mit denen nicht sonderlich viel anfangen kann. Nee, aber was er außerhalb davon gemacht hat, man sollte sich wirklich mal auf IMDb oder auf Wikipedia, lest euch mal die Filmografie von Chadwick Boseman durch. Der hat coole Sachen gemacht und in jedem dieser Filme hat er wirklich gut geschauspielert. Und abgesehen davon, dass das Marvel-Universum einen guten Helden verloren hat, ich finde, Hollywood hat einen ganz, ganz feinen Schauspieler verloren. Das finde ich schade. Der spielt hier also, tja, so eine Art Popeye-Doyle-Verschnitt, wenn ihr wisst, was damit gemeint ist und wenn ihr French Connection gesehen habt. Also ein zwielichtiger, fragwürdiger Protagonist, der auf dem Papier, auf der guten Seite des Gesetzes steht. Leben und Sterben in L.A. ist ein anderer Film, der mir einfällt. Also da ist auch ein Polizist die Hauptfigur mit, nun ja, fragwürdiger Moral und fragwürdigem Ruf. Der soll hier also den Fall aufrollen und dann passieren so Sachen, die in Polizeifilmen so passieren. Also, abgesehen von der Hauptfigur sind hier so ziemlich alle anderen Figuren mit dem eher breiten Pinsel gezeichnet. Also viel nuancierte Charakterentwicklung gibt es hier nicht. Äußerst komplexe Handlungsstränge gibt es hier nicht. Wer mehr als einen Polizeifilm gesehen hat, weiß ungefähr, worauf das Ganze hinausläuft, wenn man bedenkt, und das ist kein Spoiler, denn das passiert nach 10 Filmminuten, wenn man bedenkt, in der Anfangsszene, als sie den Bruch da machen, in diesem Restaurant, um das Kokain zu klauen, keine 5 Sekunden später steht ein halbes Dutzend Polizisten da vor der Tür. Nachts. Haben die alle Nachtschicht oder sind die alle zufällig nur in der Gegend oder mögen die alle italienisches Essen? Und dann gibt es den Polizei-Obermotz da aus dem dortigen Revier, gespielt von J.K. Simmons, der wirklich einfach alles spielen kann. You serious? Dann wird Chadwick Boseman eine Partnerin zur Seite gestellt, die damit helfen soll, diesen Fall aufzuklären, gespielt von Sienna Miller, von der ich eigentlich recht wenig halte, die in sehr, sehr wenigen Filmen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, die ich hier richtig gut finde als taffe Polizistin, was vielleicht auch daran liegt, dass sie hier mal eine Figur spielen kann, die tatsächlich mehr als 5 Sätze sagt. Ich finde auch eine gute Sache, wie das Ganze hier aufgedreht wird, im Sinne von logistisch aufgedreht wird. Also, was mich an modernen Hollywood-Studios-Filmen oft nervt, das ist, die werden zu 99% werden die auf einer Soundstage, wie sagt man dazu, also im Studio, auf der Bühne gedreht und nicht tatsächlich an reellen Schauplätzen. Das fand ich so toll an Heat von Michael Mann. Der hat nur an reellen Schauplätzen gedreht. Und auch 21 Bridges dreht auch ein bisschen was im Studio, aber dreht größtenteils an Original-Schauplätzen. Und das finde ich toll, dass Manhattan hier zu einer Art zusätzlichem Hauptdarsteller wird. Also man kann als Zuschauer, selbst wenn man noch nie da war, man kriegt einen guten Eindruck davon, wie diese Stadt aussieht, wie diese Stadt funktioniert und was in dieser Stadt los ist. Das ist wirklich cremig gemacht. Vom Plot her und von der Auflösung her und daher, wie sich dieser Film entwickelt, das reißt keine Bäume aus, das erfindet das Genre nicht neu und das ist auch nicht der beste Polizeifilm, der in den letzten 10 Jahren gemacht wurde. Das ist aber immer noch ein ganz ordentlich gewuppter Polizeifilm mit einem sehr kompetenten Hauptdarsteller, von dem ich gern mehr gesehen hätte. Also, es ist wirklich schade, dass der Typ so früh verstorben ist. Ich frage mich halt, welche Rollen hätte er denn noch so spielen können in den nächsten 20 Jahren und welche Filme hätte er denn noch besser machen können? Denn also mir fällt gespannt, ob er Jackie Robinson gespielt hat, den Baseballspieler oder also das guckt euch irgendeinen Film mit Chadwick Boseman an. Der macht jeden Film besser, indem er mitspielt. Selbst den wirklich, wirklich unterdurchschnittlich schlechten Black Panther oder generell bei allem, was er im Marvel-Universum veranstaltet hat. Der hat durch seine bloße Anwesenheit und durch sein bloßes schauspielerisches Talent hat er diese Filme besser gemacht. Und er hat auch 21 Bridges besser gemacht. Also mit einem anderen Hauptdarsteller wäre das eine ziemlich dröge und ich bin voll der taffe Cop-Geschichte geworden. Er verleiht hier der Rolle wirklich was Gutes und er verleiht diesem Film was Gutes und deswegen sollte man sich den angucken. Die Action, so dosiert sie vorkommt, die ist aber handwerklich top und packend gemacht und es knallt und es fetzt ordentlich. Und ich finde den interessant und ich finde den spannend. Und wenn man den einmal gesehen hat, dann sagt man sich, ach so, naja, so ist das gelaufen. Und wegen dieser Szene ist dann die Szene so gelaufen. Ja, okay, das hätte man sich ungefähr ausrechnen können. Also, das ist, hier werden keine neuen Genre-Aufbrüche definiert. Hier wird der Polizeifilm nicht neu erfunden, der wird aber spannend gemacht. Also, ich habe es einmal gesagt, ich habe es 100-mal gesagt. Ein Film muss nicht besonders intelligent geschrieben sein oder verschwurbelschrieben geschrieben sein oder muss eine besonders wendungsreiche Handlung haben. Der kann eine Handlung haben, die man in 5 Sätzen erklären kann, nur einfach gerade raus ist. Wenn die Ausführung gut gemacht ist, dann soll mir das absolut reichen. Und im Falle von 21 Bridges reicht mir das. Und ich bin froh, dass ich den auf Netflix geguckt habe und den
auch wenn er ein bisschen klischeetriefend ist hier und da, den werde ich wahrscheinlich mehr als einmal gucken. Und für den kann ich eine uneingeschränkte, nun ja, wenn nichts mit Polizeifilmen anfangen kann, soll den längst liegen lassen. Aber ansonsten für alle anderen kann ich eine uneingeschränkte Guck-Empfehlung aussprechen. Trotz aller Polizeifilm-Klischees, trotz aller Dialoge, die man schon 100-mal gehört hat, das ist immer noch rundherum eine ordentlich handwerklich gemachte Sache. Und dafür gibt es unterm Strich 3,5 von 21 Brücken. Nun ja, aber es passt ja irgendwie zum Titel. Ja, 3,5 von 21 Brücken und eine Guck-Empfehlung für alle Freunde von Action-Thrillern, von allen Freunden von Filmen, die in New York City spielen. Nein, das hier ist nicht Serpico und es ist nicht French Connection. Es ist doch aber immer noch sehr gut unterhaltsam gemacht. Und vor allen Dingen für alle Fans von Chadwick Boseman, denn das war der letzte Film, der im Kino rauskam, bevor er an Krebs gestorben ist. Schade, schade, schade. Junge, ich werde dich vermissen. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren, Abonnieren, Däumchen nach oben dirigieren, mit mir auf Social Media interagieren. Viel Spaß beim Konsumieren von 21 Bridges. Sofern ihr Netflix-Account habt, jetzt sofort ab an den Fernseher und die entsprechende Taste gedrückt. Falls ihr keine habt, ich schreibe euch in die Videobeschreibung rein, wo man das Ding gebraucht kriegen kann. Wahrscheinlich ist der mittlerweile für ein Apple und ein Ei auf Blu-ray und auf DVD zu kriegen. Also, wenn man die 2,95 oder was die Scheibe dann auch mittlerweile immer kostet, in die Hand nimmt, da kann man echt nicht viel falsch machen. Gut gemachter, rundherum schnurrig inszenierter Polizeithriller. Jetzt höre ich mich an wie so eine kaputte Platte. Ich wiederhole mich. Ja, mit einem echt coolen Hauptdarsteller. Ich kann es dir anders sagen. Leute, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Geht zur Krebsvorsorge, wenn ihr könnt. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.